Hallihallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Mist Survival. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und mich hier begleitest, wie ich gerade meine Animal Goods hier durchschaue. Jo, kleiner Snack brauchen wir jetzt nicht. Ja, ich muss mal gucken, was war jetzt meine nächste Aufgabe? Benzin haben wir. 7,5 Liter. Wir hatten hinten noch Sachen, die wir, glaube ich, holen wollten. Was haben wir noch im Inventar? Schauen wir noch mal. Messer. Jo. Ich wollte ja dann mal schauen nach einer neuen Bleibe. Koffer hatte ich schon gepackt. Da ist der Bär. Wir wollten noch... Ach genau, wir wollten noch eine... Jo, hallihallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Mist Survival. Es müsste, glaube ich, schon die achte Folge sein. Genau, die achte. Jo, und hier braucht es noch ein bisschen, bis die trocken sind. Wir wollten nach einer neuen Bleibe suchen. Und einen Bogen wollten wir craften. Das heißt, wir sammeln immer noch Blätter, weil wir Seile brauchen. Ist das der Bär davon? Der ist immer da, wo man ihn nicht braucht. Schauen wir mal hier. Ja, da machen wir lieber nicht runter. So. Ich glaube, der Bär und ich, wir werden keine guten Freunde. Na? Hallo? Ich habe aber jetzt keine Lust, den irgendwie wieder zu erschlagen. Zumal ich ja noch viel Essen habe. Gut, gehen wir hier in den Wald und suchen nach Blättern. Jo. Ich hoffe, wir finden welche. Der Bär ist wie angewurzelt. Jo, haben wir hier? Nein, da ist nichts. Na, Mr. Petz, wo bist du? Es ist auf einmal weg. Okay. Hauptsache, er ist nicht mehr da. Ah, da drüben läuft er jetzt. Aber wer so schnell weg ist, der kann genauso schnell wiederkommen, ne? Steine brauchen wir nicht. Ein paar Äste nehmen wir noch mit. Glaub, die können wir immer gebrauchen. So, das brauchen wir jetzt nicht. Okay, dann nehmen wir das noch mit. Gerne. So, haben wir hier noch irgendwas im Kofferraum? Ein Zahnrad. Eine Wasserflasche. Kann man gleich noch austrinken. Okay. Sonst haben wir hier nichts weiter. Schauen wir mal weiter hinter. Da wir ja jetzt dahinter ziehen, wäre es vielleicht sinnvoll, die Sachen gleich hier hinten irgendwo zu deponieren. Da müssen wir sie nicht immer wieder mit vorschleppen.
Da ist auch nichts drin. Haben wir vielleicht hier Benzin? Ein Motor. Einen Motor. Gut, dann nehmen wir am besten mal das Auto hier und schmeißen alles hinten rein, was wir jetzt gerade nicht brauchen. Den Schrott holen wir uns auch später. So. Den Motor holen wir uns natürlich raus. 20 Minuten den Motor ausbauen. Respekt. Ich glaube, ich werde 2 Wochen brauchen. So, kein Benzin, aber das sind wir ja gewohnt. Keine Loots. Und hier auch kein Benzin. Ah, hier haben wir noch was. Können wir dann glatt mit vornehmen. Ist hier noch was drin? Nö. Gut, gut, gut. Keine Sorge, ich will die jetzt nicht ans Feder, ans Leder wollte ich schon sagen. Nicht ans Federvieh. Jo. Ich müsste hier mal links reingucken, ob es da irgendwas gibt, aber da würde ich sagen, hole ich mir das Auto. Ein Ersatzreifen. Zündkerze. Haben wir ja noch keine. Wäre natürlich cool, wenn man das wie in Minecraft, ne, so verbinden könnte. Sprich, aus zwei mach ein gutes. Hier haben wir noch eins. Ah, da gibt es auch einen Bären. Und hier gibt es Schrott. Tape. Und Benzin. Juhu. Fill can. Ja, es wird doch langsam. Die Zündkerze müssen wir leider drin lassen. Was haben wir noch im Kofferraum? Da liegt auch noch ein Koffer. Ist da hier ein Unfall passiert, oder? Die armen Leute. Aber komisch, dass alle Reifen weg sind. Wurden bestimmt geklaut. Bestimmt hier polnisches Land. Nee, nichts gegen Polen. Ich kenne sehr nette Polen. So, wir sind wieder zu Hause zurück. Entleeren jetzt schnell noch unser... Ja. Was haben wir hier eigentlich? Unser Loot gut. Tape, wo haben wir das, glaube ich? Schrott kommt da rein. Genau. Motor kommt ins Auto. Das Tape tun wir da rein. Und die Coke. Kommt zu den Getränken. Coke haben wir ziemlich viel. Okay. Den Hammer, Hammer, Hammer. Wo haben wir noch Platz für die Werkzeuge? Da nicht, da nicht, da nicht. Da auch nicht. Tun wir es damit rein. Gut. Messer nehmen wir mal mit. Und den Rest. Der kommt ins Auto. So, schauen wir noch schnell nach, ob alles hier vorne passt. Motor haben wir drin. Der ist zwar ein bisschen besser, aber das macht nichts. Benzin tun wir noch ein bisschen rein. Der Kanister ist wieder leer. 10 Liter sollte man eine Weile kommen. Je nachdem, was die Kiste hier verbraucht. Zündkerzen haben ja recht viel. Reifen ist immer gut. Essen, na gut. Brauchen wir dann wieder was Neues. Ja, aber jetzt fahren wir erstmal los. Glaube mit F, oder? Ja, wir sitzen drin. Ancient Stadt.
Richtig cool. Wir lösen die Handbremse und wir fahren los. Ah. Geht leichter als ich dachte. Die Scheibe könnte mal wieder Gewicht werden. Ja. Bisschen gewöhnungsbedürftig, aber geht schon. Auf alle Fälle schneller als zu Fuß. In jedem Fall. Ah. Ist so ein bisschen wie so ein Fahrsimulator. Da habe ich immer bisher nie so gut abgeschnitten. So, bisher waren wir schon gelaufen. Wer hat denn hier die Türen aufgelassen? Wer war das denn? So. Fahren wir mal hier runter. Oder hier ging es doch runter, glaube ich. Was haben wir hier Schönes? Aha, eine Hütte, die wir übernachten, zum Übernachten nehmen können. Motor aus. Wie spät haben wir es eigentlich? 17 Uhr, deswegen wird es langsam dunkel. Schauen wir mal, ob wir hier was finden. Natürlich finden wir hier was. Ich hoffe nur keinen Bären. Schade, dass man die Sachen hier nicht einfach abkloppen kann und mitnehmen kann. Aber da haben wir noch ein Auto. Jo. Da ist auch noch was drin. Benzin leider nicht. Schauen wir mal, ob in der Hütte hier noch was drin ist. Noch ein Hammer. Da ist nichts drin. Okay. Manchmal liegt hier außen rum noch irgendwas. Schauen wir da nochmal. Nö. Gut. Zehn Liter haben wir noch. Er macht Licht an. Ah. Okay. Dann wieder nach Hause zum Schlafen legen. Und am nächsten Tag mit Sonnenlicht weiter die Gegend hier erkunden. Jo. Fast wie in Need for Speed. Scharf bremsen, aber erst nach der letzten Eiche, Tanne oder Kiefer, keine Ahnung, was ist das hier, Fichte. Ich glaube, ich bin ein bisschen falsch gefahren, oder? Zurück, zurück, zurück. So. Hier geht's rein. So. Ah, das Licht haben wir noch vergessen. Da kullert einer. Was haben wir denn da unten? Eine Feder. Okay, rein mit uns hier. Tür zu. Da die Medizin noch ausleeren. Da die Feder. Und ich glaube, das habe ich hier gesehen.
Voilà. Haben wir schon wieder so einen Hammer. Den Schrott noch da rein. Leg mal den Hammer nach der Welt da rein. So. Betschen, ich komme. Wie spät haben wir es? 18. Machen wir bis 8 Uhr. Nein, nicht bis 8. Es sind 6, 6 und 6 sind 12 Stunden. 11 Stunden reichen. Guten Nacht. Guten Morgen. So, es dämmert schon. Wir müssen noch schauen wegen unserem Essen. Ja, sollten wir unbedingt uns auffüllen. Haben wir hier noch was drin? Ja, da natürlich nicht. Ja, der Schokoriegel hilft nur bedingt. Wir schauen in den Kofferraum unseres Autos. Das müsste noch was drin sein. Nö. Weg. Das heißt, wir brauchen wieder was zu essen und müssen den Bären erlegen. Bin ich ja wahnsinnig begeistert von. Aber wir haben ja eine kleine Wumme, die ist auf der 5. Wenn ich nur wüsste, wie man schießt. Da ist der Bär. Okay. Muss ich noch irgendwie laden oder was? Schauen wir noch mal. So, mit R. Jetzt sind wir geladen. Und jetzt geht's dem Bär an den Kragen. Super. Wir haben Durst, wir trinken erstmal schnell was. Ab, 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 ab. So, ich wurde vorhin kurz unterbrochen, hatte das Spiel gespeichert, kurz nachdem ich einen Bären getötet hatte. Und jetzt habe ich das Problem beim Wiedereinstieg, dass der Bär respawned ist. Das heißt, der Tote liegt vor mir und hinter mir kommt quasi sein wiedergeborener Bruder. Deswegen muss ich jetzt schauen, wenn ein Bär da ist, schnell das Weite ergreifen und schnell weglaufen. Wo ist hier ein Bär? Da ist keiner. Da ist er. Wir versuchen den Bären hier zu looten. In der Hoffnung, dein Bruder kommt nicht zu uns. Wo ist er jetzt? Weg. Gut. Wir brauchen noch mehr Fleisch. Das machen wir mit dem Messer. Wir haben noch 7 Plätze frei. Super. Davon ist der Bär. Ich glaube, dem kann man nur mit der Axt begegnen. Weil beim Gewehr braucht man ein paar Schuss und so viel habe ich nicht mehr. So. Hau ab, du. Hau ab, du Bär. Weg mit dir. So.
Nee, nicht runterschmeißen. Wir brauchen, glaube ich, das Glue. Zündhölzer müssten noch drin liegen. Wir müssen erstmal das hier wegheben. So. Genau. Interactor brauchen noch Holz. Glue rein. Wir müssten noch was haben, genau. Drauf mit dem Feuerholz und anzünden. Supi. Es dauert jetzt ein paar Minütchen. Na komm. Stein können wir dabei reinräumen. Wenn wir noch Platz haben. Ja, wir einen Platz haben wir noch. Rein damit. So, den Eimer holen wir gleich raus. Dafür können wir die Brechstange noch hier lassen. Benzinkanister tun wir am besten ins Auto. So, die ersten Stege sind fertig. Wie das duftet. Schade, dass ihr das am Bildschirm nicht riechen könnt, aber Bärensteg. Halt. Sehr lecker, sehr nice. Oh, die räumen wir gleich ins Auto. Beziehungsweise eins essen wir gleich. Wir haben nämlich einen Bärenhunger. Ja, kleines Wortspiel. Im Sommer ist es ja manchmal jetzt so heiß gewesen bei uns. Da könnte man eigentlich das Steak gleich im Kofferraum grillen, oder? Einfach das rohe Fleisch hinten rein. Das wird dann gar gegrillt. So. Gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal zurück. Da oben ist der Bär. Und holen uns noch ein paar Eingeweide. Oben liegt er. Der andere ist da vorne. Hoffen wir, dass er uns nicht entgegenkommt. So, was haben wir hier noch? Wir könnten noch die vier nehmen wir noch mit. Ja, komm. Fleisch nehmen wir auch noch mit. Kann man nur hoffen, dass kein Nebel kommt. Na? Und hier nehmen wir noch was mit. Drei Einheiten. Brauchen wir auch. Kann man nur hoffen, dass kein Nebel kommt. Was habe ich gesagt? Schnell zurück. Fleisch legt man noch schnell drauf. So. So, der Nebel des Grauens ist wieder über uns. Wir haben trotzdem Durst und müssen was trinken. So. Was können wir denn hier machen? Können wir hier Schränke bauen? Da eher nicht. Ich glaube, unter B können wir das machen, oder? Hier kann man da Schränke bauen. Ne, Betten. Da. Doch, können wir. Wir brauchen 4 Schrott und 2 Bretter. Vier Schrott haben wir.
Und zwei Bretter. Super. Wie wollten wir gucken? Wie viel passen da rein? Machen wir doch den großen Schrank. Vielleicht passt da mehr rein. Hm? Stellen wir hier gleich daneben. So, der Nebel des Grauens ist wieder vorbei. Leider hat der Computer das jetzt nicht aufgenommen, die letzten paar Minuten. Ich habe nämlich hier noch einen Schrank gemacht. Habe das restliche Fleisch vom Grill runtergenommen. Und bin jetzt auf dem Weg, einen Eimer Wasser zu holen. Für unsere Destilliermaschine, dass wir weiter Frischwasser bekommen. Und ich habe gemerkt, der Weg hierher ist kürzer als zu dem anderen See. Oh, wir haben gar keinen Eimer da. Doch, wir hatten doch einen Eimer mitgenommen. Doch, den legen wir unten rein. Nicht die Uzi. Den Eimer. Das andere verträgt sich mit Wasser nicht so gut. So. Wir jumpen schnell nach Hause. Da geht's rein. Komisch, dass die Stamina-Anzeige mal da ist und mal nicht. Aber gut, ist ja noch eine Beta-Version. So, Interact. Ach nein, wir müssen erst unseren Eimer runternehmen, reingehen. Den Eimer reinlegen. Ja, dann brauchen wir noch ein bisschen Feuerholz. Das machen wir mit I. Drei, vier. Wir haben Feuerholz. Das legen wir jetzt hier rein. Ne, brauchen wir gar nicht reinlegen. Wir brauchen Glue und Streichhölzer. Das haben wir gleich von hier. So. Wir kippen das Wasser rein. Alle 10 Liter. Und wir fangen an zu distillen. Es funktioniert. Der Eimer ist wieder bei uns im Inventar. Den können wir eigentlich gleich da unten reinlegen, oder? Dann haben wir den wenigstens gleich da drin. So. Jo. Was haben wir jetzt noch im Inventar? Was muss raus? Achso. Den Tinder legen wir wieder zurück und die Streichhölzer heben wir auf. Das Messer, das Platzmesser kommt mit da hoch, weil das andere ja nicht mehr ganz so gut ist. Dann würde ich sagen, für heute machen wir Schluss. Ich sage Dankeschön fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir Bescheid. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Blacksat.